Hallo und herzlich willkommen zurück zu Star Wars Jedi Fallen Order. Aha. Hier habe ich nicht aufgehört. Na doch? Nee, ich glaube nicht. Wo muss ich denn jetzt hin? Ich muss ja da hoch, ne? Doch, ich bin durch die eine Tür gegangen, aber hier sind noch mehr. Guck mal. Ah, die stimmt. Alter, was ist denn das für eine Scheiße immer mit dem Controller? Fick dich. Meine Fresse, ey, was ist denn? Aggressiv bei, du. Was haben wir denn hier noch? Guck mal, hier geht's ja auch noch weiter, ne? Ja, aber wo ist das? Da. Okay. Es könnte sein, dass diese Folge ein bisschen ruckelt, weil ich das Spiel einfach jetzt mal FPS-mäßig laufen lasse, was das hergibt. Nur weil auf 60 FPS aufnehmen möchte und das könnte ruckeln. Ach, hier, da, ja, da war ja noch was, wo ich gar nicht lang gegangen bin. Ich glaube nämlich, wir würden ja theoretisch den Planeten verlassen. Wir gehen einfach mal hier rüber, weil ich da teilweise schon auch gucken muss, was hier so abgeht. Wir gehen hier in eine Höhle. Weg. Da. Naja. Schauen wir mal, was hier in dieser Höhle passiert. Ah ja. Nee. Ist ein anderer Weg. Oder führt er gleich wieder zusammen? Könnte sein. Also da müsste ich theoretisch weiter, aber ich möchte eigentlich den anderen Weg auch mal sehen. Achso, toll. Oh, Schnecke! Nee, das würde Glipschi-Glupschi machen. Glipschi-Glupschi ist eklig. Sagen wir mal... Oh, Hacken. Hack mir den Shit aus, dieser Gut, Tour. Gut, BD-1. Oh, okay. Hast du was gefunden, BD-1? Geil, neuer Schalter. Schalter. Ah, ist die hier? Cool. Naja. Gehen wir mal weiter, ne? Aber die Schnecke können wir natürlich auch... Oh. Ups, ist der Kopf ab. Ein Slack. Oh, klar, Junge. Weiß Bescheid. Wir gucken einfach mal, wo wir hier landen. Ganz neu. Da komme ich anscheinend noch nicht weiter. Was ist denn da oben? Hä? Da oben, da wird man nicht schlauben oder was? Achso, ich kann hier vorüberlaufen. Na gut, dann. Okay, das kann ich noch nicht machen. Das ist der Weg in die Schattenlande? Es muss doch einen Übergang geben. Ja, wir können nicht den ganzen Wald absuchen. Gehen wir zurück zu Saw. Nee. Warum? Wir können doch hier oben langlaufen, du Idiot. Ich kann ja erstmal gucken, was hier so noch abgeht. Oder geht's jetzt einfach zurück, weil ich kann hier nicht... Okay. Ja, wir gehen einfach den Weg lang und schauen mal, wo uns der hinführt, ne? Auf jeden Fall schon mal hier hin. Da war ich noch auf der anderen Seite, ne? Da ging das ja nicht. Die Operation wird erweitert um Sektor 7. Sie nennen es Schattenlande. Es wimmelt dort von Feinden. Ja. Wo muss ich denn jetzt lang? Ach, Alter, ich hab doch keine Ahnung. Hab ich jetzt den ganzen Weg wieder zurücklaufen? Nee. So, oder einfach hier hochfahren. Ist auch eine Möglichkeit. Muss ich jetzt den Kack wieder machen? Aua. Okay, hau mal. So, der wird jetzt erstmal gehackt. Wir können ihn nicht schaffen. Feuer frei! Kämmer! Los, ihr Feiglinge! Hey. Zu gut. Na, so nicht. Lass deine Waffe fallen!
Leute, leg dich nicht mit BD1 an, stand da gerade. Ich weiß gar nicht, ob man das sieht. Kommt der jetzt? Ach, jetzt kommt der echt nochmal. Och, Junge, Alter, komm, das ist doch lame. Ja, komm runter jetzt hier. Lol. Ach, der hat's nicht gespeichert, der sagt. Okay, aua. Okay. Oh. Sprinten. Kann man da... Achso, ich hab gar nicht mehr genug Punkte, ne? Hä? Okay, jetzt muss ich weg. Hä? Als ob ich da reingelaufen bin. Ist ja wohl lächerlich. So. Mein Gott, ey, wie er mich immer trifft, die Sau. So, tschüss. Jetzt muss ich halt die Gespräche nochmal führen, oder was? Das ist viel Scheiße. Haben wir schon, deswegen möchte ich mal... Ach, ich kann die nicht überspringen. Warum kann ich diese Gespräche eigentlich nicht überspringen? Ja, Apple Controller, halt die Fresse. Ich muss diese Geräusche mal ausmachen, immer wenn der... Alter, ich mach die wirklich aus. Die gehen mir auf den Keks. Alle mal zuhören! Es waren viele harte Jahre. Ist okay. Wir haben Kameraden verloren. Ja, Hammer. Warum kann man das nicht überspringen? Gameplay. Hm? Tell me. Geh nicht, kaputt. Freunde. Ich würde das echt gerne überspringen, aber geht nicht. Familie. An das Imperium. Aber wir hatten das ja schon, deswegen... Dunkle Zeit. Oh, tschüss. Trotzdem brennt das Feuer noch. Die Hoffnung brennt noch. Die Jedi sind noch nicht verloren. Wir sind noch nicht verloren. Kashyyyk ist noch nicht verloren. Für die Sache! Du weißt, was das Imperium Kashyyyk angetan hat. So etwas passiert überall in der Galaxis. Meine Partisanen könnten einen Jedi gebrauchen. Das ehrt mich. Aber... ich muss zuerst noch unsere Mission zu Ende bringen. Verstehst du? Das Angebot steht. Und ja, nicht vergessen. Karl, ich bin Mari Kosan. Und das ist Commander Choisek. So, da bin ich ja zurück. Ich muss ja mit ihm reden. Aber du bist ja uninteressant. Tut mir leid, ich spreche nicht fließend. Choisek sagt, er hilft dir, damit du Tarful findest und wird für dich bürgen. Ihr glaubt, er lebt noch? Zuversicht, Kerl. Keine Ahnung. Wir halten Kontakt. Ist zu klein, ich kann das nicht erkennen. Nichts erkennen. Ich werde es wahrscheinlich rausgeschnitten. So, ich werde mit denen jetzt nicht nochmal reden. Das Ding ist, ich kann mir. Ich muss das noch. Ach komm, ich kann mal mit denen reden hier. Hallo. Okay. Krass, danke. Ich brauche eine Sekunde. Nettes Gespräch. Danke. So, wir reden nochmal mit ihm. Wir haben jetzt den einen Weg gefunden. Ihr kämpft schon so lange. Und dann muss man einfach mal schauen, ob das der richtige Weg ist. Alles, was das Imperium uns nimmt, macht uns nur stärker. Ungerechtigkeit bewegt andere, sich uns anzuschließen. Halten wir zusammen, können wir siegen. So wie heute. Danke. Bitte. Wir konnten den Wookies helfen. Befreiung der Unterdrückten. Daher kommt die Leidenschaft, weiter zu kämpfen. Jeder Tod, jede Sackgasse bringt Kämpfer hervor, die keine Angst vor der Niederlage haben. Davon genügend. Und der Sieg gehört uns. Geil. Ja, aber wie genau komme ich jetzt an die Schatten dann, Junge? So, ist wohl bereit, jeden Preis zu bezahlen. Er hat seine eigenen Methoden, ja. Aber die Zeiten sind hart. Wir brauchen Anführer wie Saw. Selbst wenn es euch das Leben kostet? Jemand muss das Imperium bekämpfen. Warum nicht wir? Finde ich gut. Dann haben wir was gemeinsam. Gute Reise, Kerl.
wissen gar nicht, wo ich hin will. Wir melden uns. Okay, na, ja, meldet euch. Geschafft. Aber es war extrem knapp. Ohne dich wird es schwieriger. Du sagst mir jetzt was über die Schatten dann, ne? Nochmal. Aber ich kann die Mission nicht abbrechen. Ich hoffe. Das verstehe ich. Ich habe Infos, die dir helfen können. Ah. Vor kurzem haben meine Leute ein verlassenes Wookie-Dorf durchsucht. Nichts von Tarful. Aber die sicherste Route in die Schattenlande führt durch die Raffinerie. Ein eingebauter Fluchtplan für alle Fälle. Du begreifst schnell. Wenn du bereit für die Suche bist, ist das der Weg. Ja, cool. Danke. Hat mir jetzt sehr geholfen. Ich muss ja durchaus sagen, das war sehr hilfreich. Ich muss mir das Mikro ein bisschen an. Das ist halt scheiße hier. Warte mal, ein bisschen höher. Ich möchte aber halt nicht, dass man den Arm sieht. Also zumindest dieses Metallgedöns, den Rest. Aber das ist so komisch. Hier. Mal ein bisschen hoch, geh mal ein bisschen runter. Jetzt sieht man das in der Ecke trotzdem. Nee, doch nicht. Irgendwie ganz komisch. Naja. Ah, da kann ich mich auch anders hinsetzen. Okay, aber ich weiß ja immer noch nicht, wo ich hin soll. Ja, das ist doof jetzt. Also ich kann hier durch, aber da komme ich nicht weiter. Danke, da ist das Schiff. Ja, gut. Ne, ich würde sagen, wir gehen mal hier lang. Ah, mit ihm kann ich nochmal rein. Tarful? Er gehörte zu Tarfuls Leuten. Er wurde aber gefangen. Oha. Seine Rettung war für Tarful zu riskant. Er war monatelang in der Raffinerie. Scheiße. Naja. Moment. Viel Spaß, ne? Hier habe ich nämlich das Ding beendet und da hat er nicht gespeichert. Das finde ich echt ein bisschen scheiße. Ich habe die imperiale Kommunikation überwacht und was aufgeschnappt. Projekt Bohrer wurde reaktiviert. Nein. Das Imperium könnte bald ein weiteres Sendprogramm finden. Nicht Projekt Bohrer. Das ist heftig. Neues Ziel zur Holocard hinzugefügt. Wo ist es? Alter, 34%, Junge, das ist ja nix. 87, 90, 87, 90, 62. Okay, hier 12, weil ich da aber noch nicht weiterkomme. Hier alles erkundet, aber die Kisten nicht gekriegt. Okay. Naja, wir gehen erstmal zurück, würde ich sagen. Weil wir die anderen sind okay. Frage, ob hier irgendwie... Positiv, was? Ach, jetzt bin ich sowieso hier, guck Danke. Mal. Für alles. Nice. Jetzt bin ich nämlich hier. Aber ich frage mich trotzdem, wie komme ich da rüber? Weil da ist ja noch was. Ich muss ja jetzt die Möglichkeit irgendwie haben, weil in die Richtung geht das ja nicht. Was ich echt merkwürdig finde. Ich laufe mal außen rum, nicht, dass die Spinne wieder kommt, ey. Also ich muss ja jetzt sowieso hier hoch, weil anders, ich komme ja anders nicht zurück. BD, ich bräuchte hier etwas Strom. Wie kann ich das machen? Weil rein theoretisch, der muss das ja, ne, und anders geht's ja. Also er muss ja das überladen. Wer repariert die Scheiße die ganze Zeit? Das nervt, ey. Kann ich jetzt da wieder zurück? Nee. Blöd gelaufen ist. Wie komme ich denn da rein, Alter, in das Ding? Hallo? Ist da wer? Einfach kaputt, ja. Da ist auf jeden Fall irgendwas drin, aber wie komme ich da hin? Die Frage, ne? This is the question of the questions. Ich habe halt auch, mein neues Ziel ist wieder beim Schiff. Ist das irgendwie zum Schiff? Wie komme ich zum fucking Schiff zurück? Hier, theoretisch. Aber auf die Seite, wo ich hin soll, die ist da. Hä? Da komme ich aber nicht zurück. Komme ich hier hoch? Ich doch aber auf einer ganz anderen Ebene. Hm. Also wir können es nochmal probieren, aber ich... Oder ich bin einfach nur von der anderen Seite gekommen, hab's jetzt nicht für wahrgenommen. Ich muss mal schauen. Hier jetzt Fall links. Einfach nur zur Tür. Läuft.
Ah, okay. So, was geht? Hey, Seer. Gut. Du bist unversehrt zurück. Ja. Mari Kosan hat uns gesagt, dass du Tafel nicht gefunden hast. Ich riskiere gern unser Leben für nichts. Klingt schön. Nach Spaß ohne Ende. Ja. Er sagt nichts. Mari und Scheusek schaffen es. Ich mag deinen Optimismus. Den könnten wir alle hin und wieder brauchen. Ich bin auch ein positiver Typ. Ich weiß positiv, wenn ich sterbe, wird mich das ärgern. Du warst gut, Kerl. Noch haben wir Tafel nicht. Aber du hast Leben gerettet. Danke. Vergiss das nicht. Danke. Ich vergiss es nicht. Wir reden später. Okay, alles klar. Wenn du schon nicht gehen willst, nerv mich wenigstens nicht. Okay. Wo sind die Kisten in diesem Gebiet? Kann ich hier runter? Ja. Hier müssen auf jeden Fall noch Kisten sein. Ich weiß nur halt nicht wo. Das berühmte fliegende Feuer von Kashyyyk. Da ist schon mal eine Kiste. Heisch gefunden. Aber eine fehlt dann noch. Die müssen wir auch noch finden. Du musst das einfach wissen, stimmt's? Also eigentlich ist ja irgendwann, du da gehst nochmal zurück, guckst nochmal alles ganz genau an und wo kannst du hier was wie machen und wo kannst du hin, wo nicht und so weiter und so fort. Ist ja alles dann nur noch im Grunde ein bisschen gegrindet. Ja, das kann man schon sagen. Aber da sind wir noch nicht an diesem Punkt. Da, da haben wir sie. Zweite Kiste gefunden. Was würde ich ohne dich tun? Hey BD, was ist das? Was ist das, BD? Nicer Scheiß, Junge. Jo, ne? Jetzt ist die Frage. Was machen wir als nächstes? So, und ich muss jetzt auch noch mal ganz kurz zur Map, weil da ist nämlich das Vieh, aber wo ist es? Da ist es ja. Guck mal. Komm her, kleiner Fratz. Jetzt komm her. Ich will nicht den Holotisch benutzen. In welchem Winkel? Also wie? Ich kann ja nur den Scheißtisch benutzen. Den kann ich gar nicht irgendwie. Irgendwohin. Nur nicht da, Tomir. Da gefällt's mir nicht. Okay. Na, da tu mir da. Glaube ich, später ist das interessant. Und hier kommen wir jetzt auch noch nicht so krass weiter. Also, wir müssen sowieso nach Zepho zurück. Jetzt komm doch mal her, du kleiner Stinker. Das ist halt auch doof, ne? Weil ich. Da ist er doch. Ich sehe ihn, ja. Aber ich kann ihn halt nicht benutzen. Also, ich kann ihn halt nicht. Anklicken, weil er sich die ganze Zeit darunter versteckt. Der geht ja auch mal weg von mir, der Penner. Okay. Ach, leck mich doch. Ich weiß doch gar nicht, ob man mit dem interagieren kann, aber ich denke mir das so. Wir werden nach Zepho zurückreisen. Oh, nach Zepho. Denn da sollen wir die imperiale Ausgrabungsstätte mal genauer unter die Lupe nehmen. Alter, ich mach die scheiß USB-Sounds aus, das geht mir ja voll auf den Keks. Ich weiß. Ein Geräusch, das die Mantis macht. Außerdem kam es irgendwie von innen. Ein blinder Passagier? Ah. Der müsste ziemlich klein sein, Green. Wenn die jetzt darüber so reden. Ist das Schiff auch nicht. Vielleicht? Sein? Ich vermisse neuerdings auch Lebensmittel. Es riecht komisch. Ist weg. Denn Droiden? Nicht, dass ich wüsste. Hm. Essen tun sie jedenfalls nicht. Ich werde das untersuchen. Sobald ich was finde, sag ich es ihnen. Gut. Unbedingt. Gut. Aber auf jeden Fall reden die jetzt schon mal darüber, dass da irgendwas komisch ist. Okay, Junge, setz dich. Das heißt, demnächst ist unsere Zeit, da können wir gucken. Geil. So, wir sind wieder auf Bogano. Hä? Wait. Ist das der richtige Planet? Denkt immer, ich guck so schräg, aber ich. Da ist er. Ich sehe ihn doch. Gucken, bin ich hier richtig? Aber ich kann mit dem nicht interagieren irgendwie. Vielleicht geht das auch gar nicht, aber muss doch irgendwie möglich sein. Naja. Ich guck mal, ob ich hier richtig bin. Wohin, Kleiner? Alter, leck mich am Arsch. Willst du mich verkackern, Alter? Ich wollte hier nach Zepho, Junge.
Ja. Das Imperium fand vielleicht ein Sepho-Grab. Uns bleibt keine Zeit. Jetzt ist er aber auch weg direkt. Schade. Weil einer in Sepho müssen wir irgendwas Krasses machen. Ich weiß noch nicht genau was, aber wir werden es herausfinden. Glücksspiel? Denken Sie nach. Ich denke, die Welt weiter erkunden, neue Fähigkeiten freischalten. Diese Typen? Die höre ich aus einem Parsec Entfernung. Das fehlt immer, dass ihre Spielsucht uns in Schwierigkeiten mit Verbrechersyndikaten bringt. Kamera muss noch ein Stück weiter runter, ne? Ich will nur hin und wieder etwas ich glaube schon. Verstehen Sie? Aber das liegt alles hinter mir. Es wird aber erstmal auf Zepho landen, dann gucke ich mir mal das Video an, ob es ruckelt. Setz dich, Junge, wir landen. Einstellungstechnisch ist es nicht ganz unwichtig, ob ich mit 60 FPS aufnehmen kann und einfach das Spiel die FPS rausballern lasse, so wie es geht. Da muss man mal gucken. Aber wir sind erstmal wieder auf Zepho gelandet. Hier, wo der AT-ST das erste Mal auf uns gewartet hat. Unspektakulär introduced. Ich hätte mir da gewünscht, irgendwie eine kleine Zwischensequenz oder so. Aber gut. Dann würde ich mal sagen, wir gehen nochmal kurz nach hinten. Ja. Und speichern da. Weil sonst ist der Fortschritt weg. Habe ich manchmal das Gefühl. Und ich glaube, wir haben auch einen Punkt, den können wir verteilen. Das ist auch nicht schlecht. Wir haben einen Punkt. Das heißt, Fähigkeitenbaum öffnen. Und erstmal gucken. Wir können den Ausweichtritt. Greift Kerl nach einem schnellen Ausweichmanöver an, führt er eine schnelle Trittattacke aus. Oder wartest du einen Moment, bevor du einen Angriff ausführst, nachdem Kerl sein Lichtschwert geschwungen hat, kann ein Spezialangriff mit größerer Reichweite ausführen. Oh, gut. Wir nehmen einfach das. So. Dann einmal zurück. Einmal ausruhen. Und dann bedanke ich mich für euch, bei uns. Bis zum nächsten Mal. Haut rein.